So, willkommen zurück bei Dragon Ball Z. Kakarot! Kämpfen jetzt gegen dunkelbeseelte Gegner. Die angeblich ein bisschen gefährlicher sein soll. Der Extra war selber noch nicht viel von. Trophäe erhalten, finsteres Omen. Unfassbar, dass jemand so böse sein kann. Vielleicht begegne ich ihnen ja nochmal und dann bin ich bereit für sie. Vielen, vielen Dank. Und, naja, du bist ziemlich stark, so Gohan. Findest du? Was? Findest du nicht? Wie Son Goku, als er das Weltturnier gewonnen hat. Wie Papa? Bin ich echt so stark? Natürlich und mutig noch dazu. Ganz der Papa. Ich bin nicht mal mit diesen Gegnern klargekommen. Ich bin total nutzlos. Aber du bist nicht weggelaufen, oder? Yamchu trainiert gerade. Da sollte ich ihm wenigstens etwas kochen. Außerdem sagt Yamchu immer, dass er 100% geben kann, weil ich da bin. Deswegen muss ich das auch. Alle strengen sich so sehr an. Guck mal auf die Uhr, ich fange jetzt lieber an zu kochen. Danke für deine Hilfe, Son Gohan. Bis bald. Das folgende Seelenabzeichen erhalten: Pool. Piccolo ist echt streng, aber ich werde stärker. Vielleicht halte ich noch länger durch. Ich werde so stark wie Papa und Mr. Piccolo sein und dann kann ich dich und alle anderen beschützen. Mächtige Gegner namens Berserker-Gegner befinden sich jetzt überall auf der Welt. Sie bringen dir seltene Z-Kugeln und seltene Spezialobjekte ein, wenn du sie besiegst. Wenn du Berserker-Gegner besiegst, erscheint noch stärkere. Je stärker der Gegner, desto größer die Belohnung. Also tritt gegen sie an, wenn du dich traust. Begib dich auf der Weltkarte hier. Okay. Vielleicht ein paar Tierchen einsammeln. Ah, ist das schön hier. Ich lausche gerade so der Musik, deswegen war ich so ein bisschen still. Da kommen sie schon wieder. Alright, let's go.
So, dann gehen wir auf die Weltkarte und gehen dann wieder zurück zum Blacksumpf. Mit neuem Mut macht Son Gohan sich auf den Rückweg zu Piccolo, um sein Training fortzusetzen. Wie der Kampf gegen die Saiyajin abläuft, hängt von Son Gohans Verbesserung ab. Was ist das? Hey, dieses Zeichen. Ich glaube, davon hat mir mein Papa mal vor langer Zeit erzählt. Ich glaube, das ist das Zeichen der bösen Red Ribbon Armee. Ich dachte, es gäbe... Was? Ich dachte, die gäbe es schon ewig nicht mehr, aber manche Bauwerke sind offenbar noch erhalten. Ich wette, die Roboter wurden darauf programmiert, die Gebäude zu bewachen. Basen erscheinen jetzt im Feld. Basen können mit Chi-Explosionen zerstört werden und hinterlassen danach Gegenstände. Natürlich sind sie auch von Gegnern umgeben. Also halte die Augen auf, wenn du sie dem Erdboden gleich machst. Oh yeah. Bauprotein haben wir gekriegt. Voll gut. Was gibt's denn hier noch so? Da, ja, sie haben mich genotet. Zeit zum Fighten. So, weiter geht's. Von sowas mitkriegen lassen wir uns natürlich nicht aufhalten. Ah, es ist toll. Das Spiel macht immer so viel Spaß, weil es hier so viel zu erkunden gibt. Und es gibt so viel einzusammeln und es gibt so viel, weiß ich nicht. Die Welt, das World Design hier drin ist halt auch, ja, Bäume so ein bisschen copy-pasted und sowas. Und kann man sich drüber streiten, aber... An sich halt, wie gesagt, sehr guter Fanservice mit der Musik, allem, was da dazugehört. Und die Zwischensequenzen sehen auch sehr gut gemacht aus. Also ich finde das schon gut. Also mir macht das Spiel auf jeden Fall Spaß. Ah, da sind diese Berserker-Gegner. Naja, stark. Was geht mir von denen denn nochmal? Ein Dino. Mageres Dino-Fleisch? Okay. Okay, noch ein Kampf. Piccolo-san, ich... Zeig mir, was du drauf hast. Was? Ich will, dass du versuchst, mich zu töten. Komm schon, ich denke, du willst so stark wie ich oder dein alter Herr werden. Ja.
Wieder gegen Piccolo. はい。孫悟空の力はもっとすごかったぞ。 Und haben gewonnen. ようやく形にはなってきたが、クソガキ。いや、ご飯。ありがとう、ピッコロさん。道着がボロボロになるくらい時間かかっちゃったけど。では、俺が新しい道着をくれてやろう。あ、この道着って。 Noch mehr Zeit verstrich. Und der Tag der Ankunft des Saiyajin rückt immer näher. さて、いよいよ決戦の日が近づいてきたぞ。サイヤ人たちは明日地球に降り立つ。あ、しまった。何？どうしたんだ？ お前が蛇の道を通って帰る時間を計算に入れていなかった。わしの背中に手をつけて地球の仲間にドラゴンボールで生き返らせてくれるように伝えろ。わ、分かった。イデオ、シェンロン。 頭の上の輪が消えたぞ。生き返ったのじゃ。急いで行け。はい、いろいろありがとう、カヨ様。じゃあな。そして決戦の時は近づいた。 激しき死闘、絶望を呼ぶ二人のサイヤ人。地球って言ったな。まあまあの星じゃないか。ピーピーうるさいひよこたち、挨拶してやろうかな。
とりあえず戦闘力の一番高いやつを探すんだ。そいつがラディッツを殺したやつだ。あるいはカカロットの息子かもしれん。見つけたぞ。よーしナッパ、遊びに行ってやろうぜ。あ、ものすごい気が近づいてきてる。ピッコロさんに知らせなきゃ。Deathmatch steht kurz bevor. Saiyajin. Piccolo-san! Kür! Yatsura wa koko ni kuru tsumori da. Ya, hisashiburi da na, Piccolo. Kame-sen-nin-sama no tokoro ni ita hito. Ah, Krillin da. Omae, zuibun takumashiku natta na. Goku no gaki no koro mitai da ze. Oshaberi wa soko made da. Kita zo!なるほど、お待ちかねだったようだな。そういうことだ。あ、あいつナメック星人だぜ。ナメック星人？わかったぞ。ナメック星人は並外れた戦闘力と不思議な弾を作り出せる力があるらしい。ドラゴンボールとかいうやつを作ったのは貴様だろう。ドラゴンボールのことまで知ってるのか。そのドラゴンボールが一番の目的だ。俺たちに起こすんだな。いくらナメック星人だってよ、一匹やそこらじゃ俺たちにはハエみてえなもんだぜ。ドラゴンボールを作ったのはこの俺様じゃない。俺は戦いの方が専門なんだ。あれみたいなもんかどうか試してみやがれ。そうだ、ちょっとこいつらのお手並みを拝見させてもらおうか。へへへ、お遊びが好きだなベジータも。グラグラグラ、こいつら結構できそうだぜ。テジアン、チャオズも。よ、遅くなったな。ヤムチャさん。ヤムチャさん、プーアルさんが言ってたヤムチャさん。ああ、お前が悟空の息子っていう。なるほど、確かに似ているな。孫悟飯です。おやおや、そっちもたくさんお出ましだな。ふん、一気に型をつけてやる。悟飯、お前も修行の成果を見せてやれ。はい。だったら俺も行くぜ。俺だって厳しい修行をしてきたんだ。痛めつけてやれ、サイバーマン。サイバーマン。ご飯、俺に任せろ。なかなかやるじゃないか、ご飯。Da kommt keiner von zu Mann.
Yeah, die Pflanzenmänner sind fertig. Do yara skoshi wa tanoshimasete kure sou da na. Saa, tsugi wa Doitsu da. Ore ni yarasete kure. Koko ra de oasobi wa ii kagen ni shiro tte toko o misete yaritai. Kondo wa hana kara tobashite iku nda. Ye! お前たちが思っているほどこの化け物たちは強くなかったようだな。残りも俺一人で片付けてやるぜ。なっ、ヤムチャさん、なんてやつだ。自爆しようと。そろそろお遊びは終わるとするか。いよいよ本番ってわけだ。次はドイツだ。さあ、ラパースパン。ドイツから片付けてやるかな。ヤムチさん。チクショウ。ワビはブーマさんたちになんて嫌いんだよ。Schafft zusammen. Sate, ここからが本番だ。一瞬で片付けてやるぜ。何をする気だ、ザオさん。さよなら、ケンさん。どうか死ねないで。やめろ、ザオさん。ザオさん。くだらねえことしやがって。ジャオス、仇は撃ってやるぞ。そして俺も行く。お前だけに寂しい思いはさせんぞ。
貸しやがって。無念。ひでえ悪夢だよ。悟空！早く来てくれ！悟空？お前たちが言う悟空というのはカカロットのことだな。そうだ。だからなんだ。なるほど。やはり無線で聞いた通り、ドラゴンボールで生き返ったらしいな。ラディッツにさえ歯が立たなかったあいつが来たところで何の役に立つというのだ。この前とは違うはずだ。いや、絶対に違う。もっともっとずっと強くなってるさ。貴様ら、孫悟空をなめるなよ。その割にはちっともやってこねえじゃねえか。来るよ。お父さんはきっと来るよ。面白い。奴が来るまで待っててやる。ただし3時間だけだ。それ以上は待ってやらん。3時間待ってたって何の意味もねえじゃねえかよ。バカバカしい。俺は今遊ぶぞ。ナッパ、俺の言うことが聞けんのか。すまねえ。つい調子に乗っちまって。今のあのでかいやつの怯え方、あのチビはさらにもっととんでもない強さだというのか。ちくしょう、頼む悟空、来てくれ。あいつらよりももっともっと強くなったところを見せてくれ。お父さん。Die längsten 3 Stunden. Sprich mit allen, um herauszufinden. Bla. Okay. Aber ich werde, bevor wir mit den anderen sprechen, hier nochmal ein Päuschen machen, wie sie mich alle schon angucken. Und würde sagen, danke sehr fürs Zusehen bei Dragon Ball Z Kakarot. In der nächsten Folge werden wir dann sehen, ob Son Goku wiederkommt. Alles klar. Macht's gut. Bis dann.